Jetzt bin ich wieder alleine. Jo, bin ich. Darf den Bildschirm nicht wechseln. Ja, ich bin's. Kommt mit mir. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh, ist das ätzend einfach. Musst du mir das wieder heimzahlen, Spiel, dass ich einmal rausgefunden habe, wo ich hin muss? Vielen Dank für nix. Immer wieder toll. Ich liebe solche Spiele. Ja, ich finde das auch ziemlich doof, dass ich keine Karte habe. Vor allem, weil ich ohne Karte so gar nicht klarkomme. Aber hier waren wir gerade, oder nicht? Oder müssen wir auch hier das machen? Können wir ja nicht, wir haben ja keine drei. Obwohl, wir müssen ja keine drei machen. Doch, müssen wir. Das muss auch höher sein, richtig? Eins. Zwei. Drei. Wir brauchen eins höher. Sonst funktioniert das nicht. Oder? Oder denke ich falsch gerade? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht denken. 1, 2, 3. Nein, laut dem müssen wir nicht. Wir können es probieren. Wir müssen hier unten anfangen. Warte, ich habe den Screenshot. Wir probieren es einfach. Wir müssen da anfangen. Ich habe meinen Screenshot weggemacht. Boah, was bin ich eigentlich für eine dumme Sau? So, da kommt der nächste hin. Dann müssen wir zum Winter rüber wechseln. Und müssen hier rein. Dann brauchen wir die Sonne. Müssen da rein. Dann brauchen wir wieder den Winter. Und müssten da eigentlich rein, wo ich gerade runtergefallen bin. Zu bellen wäre auch mal ganz toll, Wolf. Du bist kein Wolf, du bist ein scheiß Fuchs, aber egal. Mach doch was einfach! Fuck doch die scheiß beschissene Dreckswand an. So, und jetzt wieder Herbst. Und jetzt runter. So, das müsste es gewesen sein. Ja, wir haben's. Toll. Vielen Dank. Wäre es denn wenigstens lustig? Das ist ja das Problem. Es ist nicht lustig. So, und das letzte Muster machen wir auch hier. Müssen wir nochmal zur Zikade zurückgehen, um das rauszufinden, dass wir es auch hier machen müssen? Weil es nur nirgendwo anders geht? Dann haben wir wenigstens das Schwierigste fertig. Ich bin so tief. Ich bin schon wieder zu tief gegangen. Wann lerne ich das endlich? Nimm mich mit! Danke. Haben wir. Vielen Dank. Haben wir erledigt. Und für das letzte kriegen wir keine Hinweise. Ich
glaube, dann kotze ich im Strahl. Warte, war das letzte denn jetzt gelöst? Das ist nicht hier, das ist eine Etage tiefer. Ob ich das irgendwann mit den Etagen lerne? Ich sag nicht ohne Grund, dass das hier das schwerste Kapitel ist. So, da haben wir's. Ja, ist fertig. Happy Birthday. Back dir nice. So. Vermutungen habe ich. Wir gehen jetzt nochmal da oben hin und gucken uns da irgendwo die Umgebung an. Vielleicht wird das Muster gezeigt wie beim zweiten Mal. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Ach, wann lerne ich es denn endlich, dass ich da oben bleiben muss? Ich habe gebackenes... Doch, ich habe gebackenes Eis einmal gegessen. Das war mega lecker. Es war in einem Restaurant. Da war ich mit einer Freundin. Das war wirklich gut. Oh, jetzt habe ich Bock da drauf. Mann, das ist so schlimm. So, Theorie probieren wir jetzt, wenn wir dann springen können. Wird uns hier nicht gezeigt. Müssen wir echt testen? Will nicht testen. Oder wieder auf der anderen Seite. Ja, wenn das Spiel vorbei ist, dann weiß ich es auch nie mehr wieder. Aber egal. So, hier ist nix. Hier ist nix. Ich möchte auch ungern runterspringen. Komm runter! Das ist nur das alte. Ich möchte aber das neue Muster haben. Ich brauche noch ein Muster. Wo ist das? Marillenknödel sind mega lecker. Ich liebe das. Ja, und ich kann mal wieder nicht springen. Ich habe die Leertaste gedrückt, by the way. Wie soll ich das letzte Zeichen machen? Ja, das ist so gefährlich, das kann ich mir denken. Ja, Fuchs, halt's Maul. Sag mir lieber, wie man das letzte Zeichen hinkriegt. Okay, wir merken uns. Herbst, Winter, Frühling, Winter, Winter. Können wir uns das merken? Herbst, Winter, Frühling, Winter, Winter. Dankeschön. Warum fahre ich eigentlich immer runter? Sag jetzt nicht wegen Schwerkraft. Ich schummel jetzt einfach. Es ist mir scheißegal jetzt gerade. Und der letzte. Und wer du sagst, no, sagst jetzt, ich will aber noch nicht, weil... doch, es geht. Happy Birthday, vielen Dank. Weil ich es noch nicht rausgefunden habe. Einige Spiele sind ja so scheiße und wollen dann nicht, weil man geschummelt hat und nachgeguckt hat. So, jetzt kann ich das Bild im Bildschirm auch rausnehmen. So, brauchen wir nicht mehr. So, Zikade, willkommen. Mal gucken, was jetzt abgeht. Vielen Dank, Shakas, dass du das mit mir durchhältst. Und sorry. So, Zikade. Sag mal was.
Ach, ich muss einen Stockwerk tiefer. Ich muss zum Stein, ich dumme Sau. Er muss ja wieder atmen können. Aber wenigstens haben wir das schwerste Kapitel jetzt hinter uns. Ein Glück haben wir das hinter uns. So, atme! Erinnere mich an die Knospe. An das letzte Mal, als ich sie gesehen habe. Ich erinnere mich an ihr Herz. Es war von Angst und Zweifeln überschattet. Pass gut auf dich auf, Fuchs. Jetzt haben wir natürlich keine Erinnerung zurück. Aber egal. I don't care. Wir müssen zurück. Ich weiß nur nicht mehr, wie man zurückkommt. So nicht. Ich weiß zwar nicht, wie ich nach Hause komme, aber egal. Wo bin ich? Beim Stein? Ja, beim Stein. Ich will nach Hause. Nach Hause will ich. Ich bin dein Brain Rescue heute. Warum das denn? Ich mach doch nichts. Ruhestein benutzen. Ach nee, warte, das war WoW. Ja. Das wäre ja fast ein Stern geworden. Und was soll ich jetzt hier machen? Komme ich jetzt zurück? Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Vielen Dank. Abwechslung von dem tristen Scheiß auf Arbeit. Ja. Scheiß auf Arbeit, Scheiß auf Leben. Also, der Scheiß, der passiert nicht. Man soll drauf scheißen, das meine ich. Ich weiß, es kam jetzt falsch rüber, aber es ist mir egal. Wir haben das schwerste Kapitel geschafft. Wir können uns einmal selbst feiern, bitte. Ich sollte irgendwie so einen Ton oder so hier reinschmeißen, von wegen einmal selbst feiern. Blatt, komm runter. War nicht richtig. Hä? Da war doch sonst immer ein Blatt. Ach, ich liebe das hier einfach. Ah, aber der Sprung ging so. Das möchte ich dann aber, dass du das jedes Mal machst. Ich glaube, das müssen wir jetzt neu einführen, dass wir sagen, von wegen, wenn wir was geschafft haben, dass wir uns selbst feiern müssen, dass du das dann bitte immer postest. Ja? Machst du das? Ach, nö. Ja, wir sind fast fertig. Nein, wir haben die Hälfte geschafft von dem, was ich noch nicht kenne. Wie gesagt, ab jetzt, ich kenne das Spiel gar nicht mehr. Und ich hänge mal wieder hier fest. Ja, man musste... Es tut mir leid. Dann müssen wir uns andere Emotes überlegen. Und wer weiß, wie lange ich streame, dann musst du das nur so lange machen, wie ich streame. Wer weiß, ob ich den Scheiß hier ewig mitmache. Aber ich glaube, solange ich LPs mache, werde ich auch das machen. LPs ist nämlich meins. Mein Rescue for the
Brainfuck. Nein! Aber das ist ja bekannt. Zumindest dir soll, ist es eventuell bekannt. Und alles nochmal von vorne. Wir haben das Schwerste geschafft. Nein, und ich bin runtergefallen. Oh. Du hättest gerne ein T-Shirt mit dem Spruch. Okay, ich versuch's mir zu merken. Warte, ich schreib's mir mal eben auf, wenn ich meinen Kulli dann wieder finde. Rescue for the Brainfuck. Wenn mein Kulli dann schreibt. Ich weiß nicht, wie Q geschrieben wird. Rescue for the brain fuck. Habe ich aufgeschrieben. Mache ich als T-Shirt, kein Ding. Da ich weiß wie. Deine Adresse habe ich auch noch ins Handy eingespeichert. Vor einer halben Ewigkeit. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, als du mir damals den PC geschickt hast, dass ich mir die Adresse aufschreibe. Okay, mach das. Vielleicht bis gleich, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Je nachdem, ob Lust und Laune von beiden Seiten noch da ist. So, jetzt machen wir das Kapitel hier unten. Keine Widerrede. Hast du richtig gemacht? Was habe ich richtig gemacht? Jo, ab wann geht's jetzt los mit, was auch immer wir suchen müssen? Was es auch immer ist, wir werden es gleich rausfinden. Boah, wir sind schon fast 3 Stunden am Stream und ich habe ganz wenig geschafft. Aber egal, was soll's. Chokas ist jetzt wahrscheinlich eben unters Nass gegangen. Wir werden ihn gleich nochmal fragen, was er meint. Fuck. Déjà-vu. Jedes Mal aufs Neue, wenn ich hier runterfalle. Leck mich doch am Arsch. Jetzt aber. Quark, Quark, wäre mein Frosch wieder. Oder der Fuchs furzt wieder feucht. Wer weiß das schon. Dieser Stein beherbergt den lautesten und stürmischsten der 4 Winde. Aha. Den Mistral. Ich kann mit den Namen alle nichts anfangen, aber egal. Eins ist sichtbar.
Der Rest wurde unter der Erde vergraben. Weil sonst zu laut ist? Das ist nun wirklich nicht normal. Durchforste die Umgebung, Fuchs, und finde heraus, was den Stein festhält. Okay. Durchkämmt die Wüste. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt.